Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stronghold Crusader Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zeige ich euch heute noch einmal meine KI. Ich habe die nach dem letzten Video noch ein wenig umgebaut, weil der liebe Crusader Pilaf hat mir nochmal in die Kommentare geschrieben. Danke auf jeden Fall nochmal dafür, dass du mir da reingeschrieben hattest und hab mir das auch zu Herzen genommen. Also ich höre auf euch, wenn ihr mir was schreibt. Und ja, habe dann noch ein bisschen die AIV angepasst, habe noch ein bisschen die AIC angepasst, aber nicht viel. Und dann vor allem habe ich jetzt die Beschriftung hier eingefügt oder umgeändert. Das ist jetzt noch nicht perfekt, also ne, es gibt ein paar Fehler in dem Text, das, ne, aber hier ist er. Der Barmherzige. Der Barmherzige ist ein sehr gutmütiger Lord. Er achtet und schätzt seine Bauern und sein gesamtes Volk. Um sein Volk zu beschützen, baut er zuerst eine starke Verteidigung auf. Er versucht, jeden Konflikt aus dem Weg zu gehen. Kommt es aber zu einem Krieg, möchte er so schnell wie möglich diesen gewinnen, um seine Soldaten nicht sinnlos in den Tod zu schicken. Das ist der Barmherzige. Hat jetzt auch acht verschiedene Namen. Also da fehlt noch der, ne? Das habe ich nicht vergessen, den Artikel, das, ja, aber egal, ich wollte jetzt nicht nochmal alles umändern, deswegen. Aber er heißt jetzt der Glückliche, der Stolze, der Fröhliche, der Lustige, der Heitere, der Herzliche, der Beliebte und der Ehrliche. Also alles gute Pronomen oder alles gute Adjektive so rum. Ach, Deutsch ist schon schwer. Wir nehmen hier wieder den Plauen und dann testen wir das heute zum ersten Mal, wie er gegen den Wolf performt. Warte mal, der Wolf ist, glaube ich, schwarz. Der Warmherzige ist blau und der Wolf ist schwarz. Wir spielen auf Teamstreit Oase Eck. Ups, jetzt bin ich hier runtergerutscht. Da ist eine Karte von dem Community oder von dem Kartenpack von irgendein Modder, fragt mich, glaube ich, nicht, wer das mal oder wer die Karte mal erstellt hatte. Ich hab's vergessen. Aber wir spielen mit 4000 Yold und dann gehen wir hier gleich rein. Da muss ich mal ganz kurz noch das runterstellen. Ja, ich habe die AIV noch ein bisschen angepasst. Die Burg ein bisschen, damit es ein bisschen kleiner ist, weil die war schon sehr groß. Die Waffenkammer habe ich versetzt. Hat mir auch der gute Pilaf geschrieben, dass sie ein bisschen weit weg war, um wegen den Laufwegen. Und ja, hab das jetzt hier ein bisschen kleiner gezogen. Vorher ging das ja bis zu dem Wald hier. Dadurch kann man es eigentlich ganz schön sehen, dass das hier jetzt kürzer ist oder kleiner ist. Am Anfang passiert wieder nicht viel, weil, wie gesagt, baut erst eine starke Verteidigung auf, um als seine Leute zu beschützen. Er hat auch am Anfang relativ viele Warnblinker hier am Start, weil die Leute hier nicht so schnell spawnen, wie sie eigentlich spawnen sollen. Ich habe das eigentlich schon auf die effizienteste Weise gestellt, aber gut, ist halt dem Spiel geschuldet, glaube ich, aber verpulvert halt auch sein Gold ohne Ende. Und jetzt beginnt es schon hier ein wenig früher. Dieser Zahn hier oder diese Ecke quasi, und das ist kleiner. Dann ist das hier alles ein bisschen innen drin, ein bisschen mehr dichter, konzentrierter und wahrscheinlich auch ein wenig anfälliger gegen Feuer, aber gut. Irgendeinen Tod muss er halt sterben, ne? Und ja, ich habe ihn jetzt hier an die Ecken jeweils einen Tower 3 gegeben. Dafür an den Torhäusern ein Tower 2, also hier noch kommt noch Tower 4 Türme hin. Das hat die große Verteidigung mit zwei Ballisten oben drauf. Dann Tower 3 mit Armbrustschützen. Tower 2 mit Bogenschützen und auf den Toren sind halt nur noch Bogenschützen, keine Armbrustschützen mehr. Und hier hinten, was glaube ich die größte Veränderung an sich ist, neben dem Tor oder hier an den Seiten waren ja in den ersten Videos noch Türme, glaube ich Tower 2 Türme, also diese europäischen kleinen Türme da. Aber jetzt habe ich sie weggemacht, damit der hinten eine Schwachstelle hat und hier an den Seiten. Also die Mauer hier ist ja echt
dünn, wenn da mal Schwertkämpfer knabbern oder so und es sind relativ viele oder Streitkolben, dann knarren die halt und die können halt auch nicht von den Türmen hier beschossen werden. Das war halt so meine selbst erdachte Schwachstelle, die ich halt mir so ausgedacht hatte. Ist, denke ich, ganz gut, weil es hier vorne ganz schön dick ist, also 4 Schichten, dreimal mit hoher Steinwall da und ich weiß gar nicht, warum hier gerade gar kein Holz reinkommt. Die ganzen Typen stehen nämlich hier nur dumm rum. Jetzt kommt Holz rein. Aber gut. Ja, und hier hinten, man wird es dann, denke ich, auch gleich sehen. Ich kann jetzt mal ein bisschen höher gehen. So, 150 erstmal. Wolfi baut auch noch. Ach du Scheiße. Mal gucken, wie lange das Match heute geht. Und ja, die hinteren Torhäuser und Türmen sind jetzt nur noch mit Bogenschützen bemannt. Armbrustschützen gibt es halt nur hier vorne, wo halt der Hauptteil ist. Aber Bogenschützen halt nur hier noch hier hinten. Ich glaube, es sind hier auch noch zweimal solche Bogenschützenpositionen auf diesen Tower 4 Türmen, aber das weiß ich gerade gar nicht, weil ich es vergessen habe. Die Balliste sieht ja auch sehr cool aus. Ist es so, weil man das an der in der AIV platziert, diesen Spawn-Punkt quasi? Weiß ich nicht. Ja, hat hier zwei Feuerballisten, das hat man, glaube ich, in dem letzten Video nicht gesehen. Hier natürlich, ja, hat er sich halt zugebaut, aber okay. Und jetzt kommt schon der erste Angriff. Eher als der Wolf, aber Wolf ist halt auch ein elendig lahmarschiges Vieh. Aber ja, der erste Angriff müsste, denke ich, noch gar nichts ausrichten. Kriegt nicht immer den Drivok hier aufgebaut. Vielleicht teste ich die KI hier nochmal gegen den Vanilla-Wolf, weil der ja jetzt hier auch positive Angstfaktor hat. Weiß ich nicht, ob der damit zurechtkommt. Der hat zwar auch positiven Angstfaktor und zwar mal 3, glaube ich, also hier 3 Punkte. So. Und ja, ich habe jetzt noch nicht das Bild hier geändert und die Audiodateien habe ich auch noch nicht geändert. Also der quatscht noch genauso wie der Friedrich und sieht halt genauso wie Friedrich aus. Ich habe zwar die ganzen Programme dafür, um das zu modden und mir selber halt anzupassen, aber das war mir jetzt einfach zu viel Arbeit und ich nehme das jetzt, das Video, 21.15 Uhr auf. Am 16.12. Und da hatte ich jetzt einfach keine Lust mehr. Ja, aber so sieht jetzt die Burg halt aus. Hinten halt richtig schlecht verteidigt. Also 3 Bogenschützen hier auf dem Torhaus oder und auf dem Turm. Und 2 hier hinten auf dem Torhaus. Aber das ist dem geschuldet, dass ich halt nur eine maximale Verteidigeranzahl von nur 90 hab und nicht mehr. Aber ja, ist halt so, ne? Ich weiß zwar immer noch nicht, warum hier immer so viele Truppen rumlaufen. Also das sind, glaube ich, hier die Buddeltruppen, aber das hier, weil als Sortie-Units habe ich eigentlich nur Bogenschützen. Ich weiß nicht, was die Armbrustschützen da machen. Ob das vielleicht hier irgendwas mit dem Angriff zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ja, da muss die KI hier noch skalieren, bis die hier ordentlich durchkommt. Und ich glaube, das dauert ewig, weil der ja hier auch noch so einen einzelnen Burggraben hat. Ist der hier irgendwo unterbrochen? Ja, hier hinten. Ah ja, okay. Also, ich würde halt lieber gegen den Vanilla-Wolf testen wollen. Weil gegen die neue KI vom Karilotus, ja, keine Ahnung. Weiß ich halt nicht, ob der da so gut ist. Vor allem diese Türme. Alter. 6 Tower 4 Türme. Also echt. Junge. Die Angriffe verpuffen halt einfach, ne? Also,
Ja, genau. Wisst ihr was? Ich stelle das mal ganz kurz um auf den Vanilla Wolf, weil daran ist die KI auch eigentlich angepasst. Und nicht an irgendeinen anderen Wolf. Deswegen, ja, vielleicht baue ich mir auch selber mal irgendwann einen Wolf. Aber das muss ich erstmal schauen, wie euch das gefällt, weil das halt eine Menge Arbeit macht. Und da wird es schon sehr cool sein, wenn es da auch ein wenig Begeisterung auf Begeisterung trifft. So rum. Also, ich baue das mal fix um und dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. Also, Freunde, ich muss mich leider korrigieren. Das, was ihr vorhin gesehen habt, war an sich schon eine relativ vanillegetreue Burg. Was ich aber nicht wusste. Also, ich habe die Vanilleburgen, die der Wolf hat, beziehungsweise die alle KIs haben, gar nicht im Kopf, weil ich halt einfach zu viel Stronghold Crusader über YouTube geguckt habe, besonders weil ich zu viel die Videos von Crusader Pilaf geguckt habe. Und da hat der Burg ja, ach, da hat der Burg ja, da hat der Wolf ja komplett eine andere Burg, weil er die ja auch selber überarbeitet hatte. Er hat negativen Angstfaktor und hier hat er halt positiven Angstfaktor, was ich gar nicht gecheckt hatte. Aber ja, macht Sinn, weil ich habe ja die AICs und die AIVs von dem Crusader Pilaf nicht. Deswegen war das schon alles richtig, hatte alles seine Richtigkeit. Ich war halt einfach bloß ein wenig verblödet. So, wenn ihr hier jetzt mal reinguckt, die KI sammelt hier massig Gold. Massig. Obwohl er ausbildet. Ich denke, das liegt daran, dass der hier 10 Eisenminen und 5 Steinbrüche hat. Wenn man jetzt nämlich hier mal rüber guckt zu dem Wolf, der hat zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steinbrüche, aber nur 3 Eisenminen. Freunde, ich habe mal wieder was komplett Wichtiges vergessen, und zwar bei den UCP-Patch kann man ja einstellen, in welchem Wert die KI von, also in welchem Wert die Angriffsarmee hochskaliert. Und den Punkt habe ich einfach komplett vergessen anzuschalten. Ich habe den Haken einfach gar nicht drin gehabt. Ich hatte nämlich jetzt nochmal, keine Ahnung, 5 Minuten aufgenommen und habe mich gewundert, warum die nicht hochskalieren, beide nicht. Aber ja, wenn man den Haken halt nicht drin hat, dann greifen die halt immer nur mit 200 60 Truppen an und mit der Vanilla-Einstellung kommen halt immer nur bei jedem Angriff 5 dazu. Also würde ich da nächstes Jahr noch hier rumsitzen. Jetzt bin ich bei 100, bei 1190 schon und meiner KI hat schon mit 280 Truppen angegriffen, was halt beim letzten Mal nicht so war. Also gut, ich mache das auch zum ersten Mal richtig. Verzeiht mir da bitte die Fehler, die ich hier mache. Aber gut, aus Fehlern lernt man und deswegen denke ich, da läuft es jetzt ganz gut. Hoffentlich. Ich hoffe auch, meine KI stirbt hier nicht den Hungertod. Denn, was, das ist auch eine Schwäche, durch die Apfel- und Käsereifarmen hat die halt manchmal ein bisschen leeren Kornspeicher. Wir können ja hier mal kurz reingucken. Der Kornspeicher ist halt nie zu 100% gefüllt, ne? Also die läuft hier auf, jo, ich würde jetzt nicht sagen knapp am Limit, aber gut. Ich denke aber, der kann sich, oder die KI kann sich hier ein paar leere Kornspeicher halt leisten durch den Angstfaktor. Aber ja, irgendwann ist halt nicht mehr das drin. Oder so. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich ist hier gerade der Baumeister-Bug oder so. Der baut hier nämlich gerade nicht diese zusätzlichen Feuerballisten auf. Aber ja, okay. Soll es halt so sein. Naja, egal. Jetzt lassen wir es laufen. Aber wirklich. Sind wir nämlich schon bei 300 Truppen. Und meine KI hat nicht so viel
Geld auf dem Konto. Also, ich bin jetzt schon bei 12:36. Und Freunde, ich glaube, durch die Wolfsburg komme ich nicht durch, da ich meiner KI keine guten Buddeltruppen gegeben habe. Hier da drum ist nämlich ein gesamter Wassergraben. Und meine KI hat nur Bogenschützen als Bodentruppen, ja. als Buddeltruppen. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob die hier an der Ecke knabbern können. Ansonsten müssten die halt erst hier komplett außen rumlaufen und da hinten rein. Und ja, ich glaube, auf lang oder kurz müsste der Wolf meine KI halt schlagen. Und ja, ich weiß jetzt auch, warum meine KI hier bis 30.000 Gold angesammelt hatte. Es ist halt die Schwachstelle hier unten. Die knubbeln sich zwar echt gut, auch mit dem Angstfaktor hier. Und da die jetzt so verstreut reinkommen. Aber ja, jetzt hat sie nämlich auch nicht mehr so viel Gold. Rekrutiert auch besser. Und Leute, die haben das jetzt zweimal aufgeknabbert, alles klar. Aber ja, das ist halt mein Ziel gewesen, dass man halt meine KI hinten halt in nackschen Arsch hat, quasi. Aber ja, gegen den Wolf mit so einer Burg, weiß ich nicht. Oder ich gebe halt meiner KI halt noch irgendwelche besseren Buddeltruppen. Entweder Pikiniere oder, ja, was eignet sich sonst besser als Buddeltruppen, wenn es keine Pikiniere sind? Also Schwertkämpfer können ja selber nicht buddeln. Bogenschützen werden, glaube ich, ein bisschen sehr schnell weggeschossen. Sklaven brauche ich gar nicht erst geben, ach, da kann ich bis nächstes Weihnachten warten, bis das hier mal fertig ist. Aber ja, der Wolf bricht halt hier schon durch und ich komme halt einfach nicht durch. Also die Burg ist halt einfach schlecht für Buddeltruppen mit Bogenschützen. Sage ich so, wie es ist. Ich kann es jetzt noch ein Stück laufen lassen, aber ich denke, auf lang oder kurz wird es so sein, dass mich der Wolf hier niederringt. Ich habe zwar hier auch schon an die 500 Truppen, ich weiß gar nicht, wann ich hier ausrück, aber gut. Schauen wir einfach mal, ne? Wir können uns mal hier abwechslungshalber ein kleines Acker-Match angucken. Und ich habe auch gesehen, ihr seht es nicht, weil ich werde das alles hier ein bisschen rausschneiden, das dauert mir sonst zu lange. Es könnte sein, dass das hier eine echt geile Counter-Möglichkeit für einen Wolf ist, aber ich habe schon, oder meine KI hat jetzt schon so viele Schwertkämpfer, dass sie bis hier hinten an das Tor rankommt und da rumknabbern kann. Aber jetzt rennen die halt alle in ihren Feuertod. Aber Wolf zieht sich zurück. Aber ja, das wird hier nichts. Oder?
Oh, er reißt auch alles ab. Er reißt alles ab. Okay. Gucken wir mal, hier sind noch... Ja Gott, nee. Die halten sich hier nur an diesen äußeren Mauern auf. Es sind zu wenige, die nur noch übrig sind. Die müssten halt jetzt das aufknabbern und dann das hier. Der Pechkipper hat verschüttet. Aber ja, gut. Das ist nichts geworden. Weiter geht's mit dem Lurch. So, da bin ich wieder. Und ich rücke hier bei knapp über 700 Truppen aus und Wolf rückt jetzt schon aus. Und vielleicht könnte das ein gutes, dann ein guter Counter sein, obwohl ich halt nicht denke, weil der Burggraben hier da sehr beschissen ist, finde ich. Abwehren müsste ich das, glaube ich, noch ganz gut, es sei denn, ich die KI büßt jetzt hier haufende Truppen ein, aber nee, macht sie nicht. Nee, ach, gar nicht wahr. Aber selbst hier vorne ist jetzt schon so viel offen, Alter. Hier vorne war sogar offen, lol. Okay. Ja, gut. Alles klar. Das Gute ist, ich habe der KI so viele Torhäuser gegeben, dass die Wirtschaft nie wirklich lahmgelegt ist. Also wenn hier die Truppen da sind... Gut, wenn die die ganze Burg umstellen, dann ist klar, ne? Dann gehen alle Torhäuser zu. Ist bei jeder KI so. Aber wenn die dann hier irgendwo reingehen und dann ist hier gar nichts mehr, dann geht halt das Torhaus wieder auf und die können hier weiterarbeiten. Die müsste ich jetzt hier langsam mal ausrücken. Dann würde ich vielleicht den Konter landet. Aber ich glaube, dass der Zeitraum ist schon wieder verstrichen. Ne, jetzt rückt sie aus. Oh, Alter. Ja, die ganzen Buddeltruppen sind schon tot, bevor die überhaupt losgelaufen sind. Alter, nee, das gibt's doch gar nicht. Na, es kommen hier echt viele an. Also. Aber die knabbern dann halt nur hier an diesen äußeren Sachen. Wir haben es jetzt schon bei 1302. Oh Mann, ey, oh Mann. Wie lange soll denn das hier noch gehen? Der Spaß. So, ich lasse jetzt einfach die hohe Geschwindigkeit laufen. Aber der kommt halt nicht bei mir rein. Oder. Ich sag immer ich, ja gut, alles klar. Aber bei der KI halt hier rein, wenn die halt zu Hause ist, mit 700 Truppen, braucht das eigentlich gar nicht zu versuchen, außer er knüppelt sich besser. Aber, nee. Ich habe immer noch 700 Truppen und das war's auch schon. Also, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier hinten ist das Tor offen. Und dann ist er halt einfach zu draußen. Zu Hause. Ja, also... Die KI hat auf jeden Fall die Möglichkeit, in Wolf zu knacken, aber es dauert halt einfach Ewigkeiten. Ich bin jetzt schon bei 1319. Alter, 200 Jahre. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Da müsste, also meine KI müsste kurz nachdem sein Angriff abgewehrt wurde, müsste die ausrücken, weil wenn ich halt nicht zu Hause bin und er bricht durch, dann ist halt GG. Aber wenn er halt gerade fertig ist mit seinem Angriff, dann müsste halt meine KI ausrücken. Dann hat sie theoretisch eine Chance, den Wolf zu knacken, einmal hier ringsrum zu laufen, das Tor hier einzureißen und dann den Wolf hier zu killen. Da muss noch ein bisschen das Feuer mitspielen, weil gerade hat irgendwie das Feuer ein bisschen eher gezündet bei dem vorhergehenden Angriff. Ja, ich warte jetzt einfach mal noch ein Stück. Ich habe ja noch ein Stück Zeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Angriff wieder. So, da sind wir wieder beim Wolfangriff. Ich bin bei rund 800 Truppen. Also, ja, wollen wir schlecht. Fängt schon ein bisschen an zu lecken, das Spiel. Mal schauen, das Torhaus oder die Torhäuser. Naja, nee, das nicht. Sind halt so schnell aufgeknabbert, also, ja. Oh, die KI büßt hier ganz schön Truppen ein. 50 Truppen waren es ungefähr, die hier eingebüßt hatte. Und davon halt nur Angriffstruppen, weil Verteidiger sind hier gar nicht gestorben. Glaube ich zumindest. Komm, greif an jetzt. Och Mann, das kann doch nicht sein. Los jetzt. Ja, geht doch. So.
Also, ihr könnt ja mal sagen, ob ich entweder die Bundeltruppen hochsetzen soll oder die Bundeltruppen komplett ändern soll. Der Wolf fühlt sich zwar wieder bedroht, aber hat halt jetzt schon wieder fast 400 Truppen. Kommt jetzt durch, also ich komme durch. Wolf hat alles abgerissen und... Ach! Da war ich ein bisschen langsam, aber gut, ist eh nichts passiert. Wolf hat zum zweiten Mal sich komplett abgerissen. Boah, ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil dadurch verlangsamt sich jetzt sein Angriffsintervall. Also, ja, ich habe keine Ahnung. Weil ich muss jetzt hier wieder ausbilden. Ach, ich sag immer ich, aber es bin ja gar nicht ich selber. Aber es hat meine KI. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, also ich habe eine höhere Skalierung als der Wolf an sich. Also er ist, glaube ich, bei um die 600, also rund um die 700 Truppen ausgerückt. Und ich bin, glaube ich, bei 830 Truppen ausgerückt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen. Mein Gehirn ist langsam echt Matsch. Mit 23, aber naja, gut. Passiert jeden, ne? Södale, der Wolf greift mal wieder an. Und ich, oder meine KI, ach Mensch, braucht eigentlich auch nicht mehr lange. Es könnte sein, dass entweder der Wolf oder ich jetzt den Konter lande. Der Turm ist hier tot. Aha, okay. Alter Falter. Jetzt rück ich aus. Oh nee! Jetzt rückt die KI aus. Oh ja. Aha. Also entweder gut oder sehr schlecht für mich. Und meiner KI. Ach du Heilige. Komplett verwirrt die Leute hier. Hier unten sind noch ein paar Angriffstruppen vom Wolf. Was machen wir wohl auf dem Dienen hier? Ach, au, die ganzen Warmblinker. Heieieiei, aber es könnte ein relativ guter Konter sein. Oder? Naja, die Burg ist halt schon relativ stark, ne? Also, oh, Alter, ey, wie lange die sich da sammeln hier. Ich gehe mal ein bisschen höher, damit es hier ein bisschen schneller geht. Komm schon, greift an. Los, jetzt. Ja, das sind, glaube ich, zu wenige. Eine Nachricht vom Wolf. Er fühlt sich zwar bedroht, aber ja. Ja, komm. Das wird nix. Schöner Versuch, aber Alter. Voll in den Angriff vom Wolf ausgerückt. Auch geil. Die Waffenkammern sind hier voll. Auch cool. Ich rekrutiere noch nicht. Okay, warum? Weil ich glaube, ich mich aufgehängt habe. Ne, jetzt rekrutiert meine KI wieder. Ja, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Es geht weiter. Der Zug geht weiter.
So, dann gucken wir uns mal den Angriff hier wieder an. Von meiner lustigen KI, Alter. Also 1000 Truppen waren bis jetzt hier. Die ganzen Schwertkämpfer, ey. Oh Mann, ey, oh Mann. Heiliger Shit. Heiliger Shit. Wie viele da jetzt einfach schon nach hinten durchkommen. Alter. Da verbrennt wieder seine ganzen Truppen hier. Eine Nachricht vom Wolf. Es kommen halt so viele Truppen durch, so viele. Und dann ist hier irgendwo noch ein. Oh, nee. Oh, Mann. Es ist ein einziges Pechfeld hier. Ein einziges. Ich habe den jetzt zum dritten oder vierten Mal, glaube ich, abgerissen. Und es dauert halt einfach gefühlt eine halbe Stunde, bis meine KI hier mal wieder angreift. Ich würde sagen, Freunde, ich würde sagen, wir haben es jetzt hier bei 1432, 1433 gerade. Ich kann euch mal sagen, ich nehme gerade eine Stunde und 30 Minuten lang Stronghold Crusader auf. Alter, es ist echt so stark. Diese Burg hier, hätte ich andere Buddeltruppen, hätte ich, glaube ich, Pikeniere als Buddeltruppen, wäre ich hier, glaube ich, schon fünfmal durchgekommen und hätte den abgeschlachtet, den Wolf. Aber gut, ist halt so. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es ist jetzt schon echt sehr lang, sehr, sehr lang, dass ich das hier abbreche. Und vielleicht lasse ich das mal noch privat weiterlaufen. Ich speichere das mal hier. Keine Ahnung. Meine KI gegen versus Wolf. Oh. VS Wolf. So, speichern. Speichern. Und weil ich kann nicht mehr. Also ich sitze jetzt hier rum. Ich mache halt zwischen den Angriff gar nichts, ne? Und die Angriffstruppen von meiner KI, die hat zwar eine starke Wirtschaft und da kommt auch ordentlich was rein an Gold und ne, alles Mögliche. Aber es dauert halt trotzdem einfach so ultra lang, 1000 Truppen auszubilden. Ach Gott, ich würde einfach mal sagen, die KI ist entweder gleich stark wie der Wolf. Vielleicht noch ein bisschen stärker, denn man sieht ja, dass die KI hier das Potenzial hat, den Wolf zu killen. Und wahrscheinlich auch der Wolf, meine KI, zumindest der Wolf in der Version halt. Weiß ich nicht, ob irgendein anderer Wolf noch die gleiche Chance hätte. Aber einmal auskontern, die Angriffsarmee von meiner KI muss halt einfach nicht drin sein, daheim sein. Dann ist es halt einfach GG, ne? Also, ja. Ist halt krass. Auf jeden Fall, die Burg, ja, stellt mich echt zufrieden, muss ich sagen. Die Schwachstellen funktionieren gut. Hier werden gar keine Bogenschützen mehr draufgestellt. Okay. Wahrscheinlich, weil die eingerissen wurden und dadurch die. Oder jetzt kommen vielleicht welche? Nee, doch nicht. Naja, egal. Haben vielleicht keine Lust oder gucken sich gerade schmutzige Filmchen an oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert die echt gut. Die Front hier baitet schön die Truppen hier rein und so. Gefällt mir die Burg. Ist auch schön kompakt jetzt geworden. Und ja, also gefällt mir echt. Ne? Ich werde noch eine kleine Abstimmung in den Community-Reiter mit reinmachen. Da steht dann drinne, ob ich noch mehr KIs bauen soll, ob ihr noch mehr Videos von Stronghold Crusader sehen wollt, ob ihr, keine Ahnung, noch mehr Gameplay, also hier Kämpfe sehen wollt, wo meine KI sich zum Beispiel 2 gegen 1 oder auch mit einem Teammate halt auseinandersetzt oder so, könnt ihr ja mal abstimmen, ob ihr da mehr Kämpfe sehen wollt und ob ich mehr KIs bauen soll. So rum wollte ich sagen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, ich speichere jetzt nochmal. Zack. Speichern.
Sie funktioniert auf jeden Fall. Sorry für den etwas holprigen Start. Das war nicht wirklich meine Absicht, dass ich da so oft neu starten musste. Aber es lag halt gar nicht am Spiel, sondern an meinen Einstellungen. Und ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst wirklich gerne eine Bewertung da. Guckt auch bei den lieben Crusader Pilaf rein und auch bei Kari Lotus. Die verlinke ich euch beide unten in der Videobeschreibung. Ach, und bevor ich es vergesse, der gute Hacksülze, das ist auch ein YouTuber, der halt Stronghold KIs macht. Der hat mir geholfen bei dem Beschriften hier. Ich hatte halt Probleme, die Datei halt zu öffnen, deswegen danke auf jeden Fall dafür. Genau, dann bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und tschüssi.